Wie ihr wisst, wurden wir, oder ich, öfters bekämpft. Natürlich auch von Islamhassern, aber auch sehr viel von Muslimen. Ich habe ungefähr am 14. September 2014 entschlossen, der Islam verbindet zu starten auf Facebook. Und eins kam nach dem anderen. Ich habe auch ein privates Leben mit vielen Problemen und Alhamdulillah, ich möchte mich gar nicht beschweren, aber der ganze Druck ist schon etwas heftig. Wie soll ich euch dieses bloß sagen? Versteht mich nicht falsch, aber Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu sagte sinngemäß: Rechnet mit euch ab, bevor mit euch abgerechnet wird. Und deswegen habe ich mich entschieden, mich noch mehr um mich selbst zu kümmern, dass ich mehr für mich tue, damit ich die Chance während des Todes nicht verpeile. Ich möchte als Muslim sterben und nicht anders. Deswegen möchte ich ab jetzt mich mehr mit der Religion befassen, inshallah. Und ich hoffe wirklich, dass ihr mich verstehen könnt. Warte, stopp, was? Ich kann dich nicht hören. Sorry, ich kann dich wirklich nicht hören. Nein. Wirklich? Nein, oder? Was? Wirklich so? Nein. Dachtest du? Nein, oder? Dachtest du schon mit der Dauer? Nein, niemals. Also das, was ich gerade gesagt habe, ja, das ist wirklich wahr. Ich möchte mich ab jetzt noch mehr mit der Religion des Islams befassen. Insha'Allah ta'ala. Aber dies sollte dich nicht dazu bringen, böse auf mich zu sein. Dies sollte dir die Botschaft bringen. Die Botschaft: Rechne mit dir ab jetzt, bevor mit dir abgerechnet wird. Wallahi, lieber Bruder. Wallahi, liebe Schwester. Diese Worte sind gewaltig. Und schaut mal, liebe Geschwister im Islam. Ich weiß, dass es manchmal schwerer ist, einen rechtschaffenen Freund zu haben. Liebe Geschwister im Islam, ich sehe mich nicht als rechtschaffen. Nein, nein, nein. Aber lasst uns Freunde sein, auch wenn wir gerade nicht beieinander sind. Ich bin hier und du bist da. Du schaust mir zu, während ich rede. Und ich möchte auch nicht, dass dich diese Person interessiert. Nein, dich soll vielmehr interessieren, was aus meinem Mund kommt, damit ich und du gemeinsam lernen. Ich möchte mit euch eine Verbindung sein. Der Islam verbindet. Und ich höre öfters dies und das. Wir sind nicht der Islam schleimt. Wir sagen die Wahrheit auf beste Art und Weise, aber wir schleimen nicht. Wie heißen der Islam verbindet? Ja, ganz genau. Der Islam verbindet uns. Egal welche Hautfarbe, schwarz, weiß, braun, Chinese, Araber, Türke, Deutsche, Albaner, Tschetschener, Amerikaner, ganz egal. Der Islam verbindet uns zusammen, gemeinsam. Wir an einem Seil, gemeinsam. Deswegen möchte ich an alle, die uns kennen und an alle, die vielleicht uns erst jetzt kennen, geht auf den Abo-Knopf und drückt die Glocke daneben, damit ihr mehr Benachrichtigungen kriegt. Geht auf Facebook, der Islam verbindet. Geht auf Instagram, der Islam verbindet. Geht auf Snapchat, Islam verbindet. Verbindet euch mit uns in diesen sozialen Netzwerken. Nehmt Screenshots von diesem Kanal, verbreitet sie überall mit Links und sagt den Leuten, sie sollen uns abonnieren. Und wenn ich euch sage, liked das Video. Klar, ich denke nicht, dass ich wegen diesem Like ins Paradies gehe. Nein, weil ich möchte, dass das Video mehr Reichweite hat. Deswegen liked es, kommentiert es, abonniert den Kanal, teilt das Video, teilt den Kanal. Seid mit uns, seid mit uns, seid mit uns. Wir möchten mehr erreichen. Wir möchten mehr erreichen. Und das, was bisher war, waren bisher eigentlich kleine Projekte. Wirklich kleine Projekte. Und mit Allahs Erlaubnis werden wir und wir haben große Projekte vor in Zukunft. Projekte, die es bisher in Deutschland noch nicht gab. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dieses ermöglichen und möge Allah mir Ikhlas geben, Amin.
Hilft uns, liebe Geschwister im Islam. Hilft uns, liebe Geschwister im Islam, aber nur unter der einen Bedingung. Dass sie das ganz allein nur für Allah macht. Denn ich möchte nicht, dass sie es einfach sagt, ich mach das mal einfach mal so aus Langeweile. Nein, 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 nein. Macht das für Allah, denn ich möchte und ich wünsche mir von Herzen, dass ihr belohnt werdet. Und ich möchte auch im Sujud Bittgebet für euch machen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala mein Bittgebet annehmen und euch eure Sünden verzeihen und mir meine Sünden verzeihen und die Umma des Propheten sallallahu alaihi wa sallam stärken. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Danke fürs Zuschauen. Das war's jetzt vom Video. Und hier kannst du auch noch andere Videos sehen. Und falls du noch kein Abonnent von uns bist, so abonniere uns doch kostenlos und sei dabei. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Der Islam verbindet.